spare mir jetzt mal die Vorstellung von Herrn Lederer und Herrn Zimmer, stelle aber vor Judith Galka neben mir links. Sie ist Referentin des Vorstands der Zentral- und Landesbibliothek Berlin und gerade wurde die ZLB zur Bibliothek des Jahres gekürt. Glückwunsch, genau. Ja, nee, wäre gefährlich. Und Jana Benduski ist auch da. Sie ist Programmdirektorin des Performing Arts Programms beim Landesverband für Darstellende Künste Berlin, kurz LAFT. Und noch viele andere Dinge, aber das ist die Funktion, in der Sie jetzt hier sind, nämlich um die Position der freien Szene so ein bisschen stellvertretend einzubringen. Es geht jetzt also um die Smart City, wie schon mehrfach heute versprochen, auch genannt Stadt der Zukunft, auch genannt digitale Stadt. Und es gibt da einen Diskurs drüber, wenn man dazu sich ein bisschen einliest, was ich getan habe, dann geht es da um Mobilität, da geht es um Verwaltung, das sind dann so Sachen wie Parkplätze, die funken, wenn sie frei sind und dann müssen nicht so viele Leute durch die Stadt fahren und Parkplätze suchen, Mülltonnen, die melden, wenn sie voll sind, solche Sachen werden da diskutiert, Standesamttermine, die man online buchen kann. Und das ist alles sehr vielversprechend, hat aber mit Kultur jetzt erstmal gar nichts zu tun. Und wir haben jetzt hier die Frage in der Runde, welche Rolle spielt Kultur bei der Digitalisierung der Stadt? Herr Zimmer, Sie haben da am meisten dazu gesagt in Ihrem Vortrag, deswegen Sie zuerst, also das heißt jetzt spielt sozusagen Präsens, ne? Nicht Konjunktiv, nicht Futur. Machen wir mal die Bestandsausnahme zuerst. Welche Rolle spielt Kultur denn derzeit bei diesen Planungsprozessen? Ja, also im Augenblick spielt Kultur naturgemäß eher die Rolle eines wirtschaftlichen Faktors. Also es wird halt geguckt, also ich sage jetzt nicht, dass das so sein muss, ich sage jetzt, wie es in Smart City-Prozessen aussieht. Da Smart City-Prozesse im Augenblick immer noch sehr stark wirtschaftlich getrieben sind, wird halt im Wesentlichen geguckt, wie sieht es eigentlich aus, welche Zahlen werden da geliefert für Hauptstadtmarketing, wie sieht es aus für Tourismus, wie sieht es aus mit Kaufkraft etc. pp., wie kann ich Ströme durch die Stadt besser lenken. Also da spielt es eine Rolle, aber es ist keine gestaltende Rolle, sondern es ist eine Rolle eines Stadtassets. Ja, und das finde ich persönlich ist definitiv zu wenig. Was ich aber sagen kann, ist, in einer Smart City Arbeitsgruppe, die sich mit der Frage beschäftigt, wie sieht eigentlich eine zukünftige Strategie der Stadt aus, habe ich bis heute niemanden gesehen aus der Kulturszene, was nicht daran liegt, dass die nicht wollten, sondern es liegt daran, dass sie nicht gefragt werden. Sondern da wird üblicherweise an den Tisch gesetzt, die Wirtschaftsverwaltung, dann wird an den Tisch gesetzt die Senatskanzlei, klar, die ist zuständig für Smart City Aktivitäten. So, dann kommen die Berlin-Partner als Wirtschaftsförderer und you name it, ja, das ist genau der Kreis. Und da wird halt das Blickfeld ist, wie ich vorhin in meinem Talk auch gesagt habe, ist halt sehr wirtschaftsfokussiert. Weil es in der Stadt über viele Jahre eine Diskussion darüber gab, im Grunde genommen Smart City zu verstehen als eine Form von wirtschaftlichem Treiber. Und auch die Themen, die Sie genannt haben, also das Thema Mobilität beispielsweise, das ist natürlich ein Bedürfnis von Menschen, mobil zu sein. Wenn wir aber über Parkplatzsensoren nachdenken, dann entspricht das ja überhaupt nicht mehr der Realität in weiten Teilen der Stadt. Da geht es ja gar nicht so sehr um die Frage, wo kann ich eigentlich mein Auto abstellen, sondern es geht ja eher um die Frage, wie kriege ich eigentlich eine angemessene Versorgung mit Mobilitätslösungen. So, und das will ich damit sagen. Also der Scope ist im Augenblick überhaupt nicht auf die Frage gerichtet, A, was kann Kultur dazu beitragen, eine Stadt der Zukunft zu gestalten und B, wird halt auch nicht die Frage gestellt, wie kann ich in einem Smart City Prozess eigentlich Kultur ertüchtigen? Also klare, von mir, also klare Bestandsaufnahme. Ja, okay. Herr Lederer, also das klingt jetzt so, also an den Kunstschaffenden liegt es nicht, die hätten da schon Lust drauf, sie werden aber von der Politik nicht gefragt. Also das liegt sozusagen an ihren Kollegen. Anschalten, Entschuldigung, habe ich vergessen, genau. Ja, die Politik und so weiter, also ja. Mechanismen sind ja ein bisschen komplexer. Es gibt zwei Verwaltungen, die sich zuständig fühlen für das Thema. Das eine ist die Senatskanzlei, die macht also so einen großen Berlin-Lab-Prozess. Und die zweite, die Digitalagentur aufsetzen, sind die Wirtschaftsverwaltung. Und das ist im Grunde, man hat das ist ein bisschen ähnlich wie bei uns hier. Also wir haben uns Aufgaben gestellt zu Beginn der Legislaturperiode und dann fangen alle auf ihre Art und Weise und in ihren Logiken an, diese Themen abzuarbeiten. Der Zusammenhang zwischen all dem, zwischen dem, was wir hier machen, zwischen dem, was die Digitalagentur macht, zwischen dem, was die Digitalisierungsstaatssekretärin macht und zwischen dem, was in der Senatskanzlei jetzt unter Berlin Lab läuft, ist, glaube ich, null. Es gibt keinen Zusammenhang, sondern jeder wurstelt vor sich hin und stellt dem bestimmte Aufgaben. Ich sozusagen
weil wir nicht über Konjunktiv reden, kann nur die Bestandsaufnahme treffen, die hier gerade existiert. So, euch könnte jetzt für die Kulturverwaltung, die noch nicht identisch ist mit den Kulturschaffenden übrigens, jetzt die Hand heben und sagen, wir wollen auch am Tisch sitzen. Das ist in der Verwaltungslogik, macht man das dann gerne. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen zurückgehalten, weil woher die Leute nehmen, die, wenn sie dann da auch noch mit einer irgendwie gearteten Idee, Gestaltungsidee reingehen sollen, die die Zeit haben, solche Prozesse auch wirklich voranzubringen, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Also auch wir in der Kulturverwaltung sind ja ein relativ kleiner Laden, haben ja nicht, weil plötzlich ein Problem auftaucht, auch sofort die Problemlösungskompetenz an Bord. Deswegen ist ja mein Ziel eigentlich das Empowerment eines Entwickelns von Kompetenzen, Motivation, Fähigkeiten und so weiter von unten. Deswegen machen wir diesen ganzen Spaß hier, um sozusagen in der Breite des Kultursektors die Kompetenzen für all das zu erhöhen, weil die Kulturverwaltung könnte sich auch nicht stellvertretend für die Vielfalt der Kultureinrichtungen in einen solchen Prozess reinsetzen. Und das wäre ja dann im Übrigen auch noch keine Bürgerbeteiligung oder keine Beteiligung von Kompetenzen aus der Stadtgesellschaft, sondern es wäre nur eine weitere Verwaltung, die mit am Tisch sitzt. Deswegen sind wir immer in diesem Abwägungsprozess, wie tief klinken wir uns da rein oder nehmen wir unsere Energien und versuchen jetzt sozusagen anknüpfend an den konkreten Defiziten im Kulturbereich eher in unserem Bereich die Leute zu empowern. Und wir haben uns erstmal dafür entschieden, genau das zu tun. Und jetzt ist aber ein guter Moment, weil, Sie haben es ja auch vorhin erwähnt, Herr Zimmer, diese eine Bewerbung ist eben gescheitert, weil Berlin da keine Chance hatte offensichtlich. Und jetzt wird diese Digitalstrategie in der Stadt nochmal neu angegangen. Das heißt, jetzt ist ein guter Moment, um sich da auch als Kultur einzubringen sozusagen. Ja, absolut. Also es ist halt so, dass es im Augenblick Überlegungen gibt, wie, also was wir im Land ja im Augenblick, was im Land erarbeitet wird, ist eine Digitalstrategie fürs Land. So, das ist ein Prozess, der steht über dem ganzen Thema Smart City und über anderen Strategien. So jedenfalls die Lesart derzeit. Und das ist ein sehr breiter partizipatorischer Prozess, der da von der Wirtschaftsverwaltung auch durchgeführt wird mit Grünbüchern und Weißbüchern und allem drum und dran. Und da gibt es dann auch diverse Fokusgruppen, in denen kann man sich auch zu Wort melden. So, und ja, da wurde man auch schon zu eingeladen. Ich saß dann da für die Zivilgesellschaft und habe dann dazu auch meinen Teil beigetragen. Ja, interessanterweise, wie sich die Dinge dann auch so entwickeln. Anyways, also das heißt, es passiert im Augenblick etwas und durch die Aktivitäten, die wir jetzt hier gemeinsam entfalten, haben wir, glaube ich, auch eine sehr reale Chance in diesem Prozess auch Gehör zu finden. Weil genau wie Klaus sagt, also das Thema, wir stehen jetzt an so einem Scheidepunkt. Im Augenblick sieht es politisch so aus, als wollte man nicht den Weg gehen, jetzt einem großen Versandhändler oder einem großen IT-Dienstleister oder einer großen Unternehmensberatung die Stadt in die Hand zu drücken, sondern sich da tatsächlich selber auch in die Lage zu versetzen, als souveränes Gemeinwesen mit seinen Daten umzugehen. Will sagen, also selber eine Struktur zu schaffen, in der man die Daten erhebt, nutzt, daraus Schlüsse zieht und mit denen arbeiten kann. Und eine gute Infrastruktur bereitstellt für die Berlinerinnen und Berliner, für die sie im Übrigen ja auch jedes Jahr eine ganze Menge Geld bezahlen, wenn sie dann sich mal die Steuereinnahmen angucken, die im Land Berlin ja auch sprudeln. So, also hat ja auch irgendwie so ein bisschen was mit Bestellerprinzip zu tun. Und ich glaube schon, dass wir jetzt eine gute Chance haben. Aber es gehört halt jetzt auch dazu, mit solchen Projekten wie denen, die wir jetzt haben, aber auch mit dem, von dem ich vorhin sprach, sich zu Wort melden, Angebote machen, zeigen, was bei einem auch verfügbar ist, sichtbar werden, das gehört jetzt alles mit dazu. Das ist, wie gesagt, der Zeitpunkt, das ist so ein Zeitfenster, würde ich mal sagen, so von einem halben Jahr, Jahr, wo Weichen gestellt werden. Das ist so mein Gefühl. Ja, das hängt jetzt auch so ein bisschen von den Haushaltsberatungen ab und wie da jetzt auch so die entsprechenden Entscheidungsprozesse im Abgeordnetenhaus sind, wenn man jetzt immer eine Strategie komplett neu aufsetzt und so. Okay. Frau Benduski, vielleicht sehen Sie das als Chance, sich da als Künstlerin einzubringen, jetzt in diesem entscheidenden halben Jahr? Also ich fürchte, dass das Ganze in einem halben Jahr weder getan ist und vielleicht auch schon ein bisschen länger hätte mal angegangen werden können. Ich habe ja immer, was den ganzen Digitalitätskontext angeht, so ein permanentes Schwanken zwischen leichter Depression und so einem gedämpften Optimismus, weil ich es irgendwie nach wie vor nicht kapiere, warum das von der Stadtverwaltung eigentlich als so ein Zustand beschrieben wird, der einem irgendwie so zustößt. Also Digitalisierung stößt einem irgendwie vom Außen zu und am besten gibt es dann noch eine vermittelnde Organisation, die anderen Leuten beibringt, wie man diesen sozusagen Kontrast, diesen Zusammenstoß mit dieser Technik irgendwie verkraftet. Das ist so ein bisschen aus einer Kunstperspektive ernsthaft amüsant.
weil es so viel sagt über Gesellschaftssteuerung, über die Unfähigkeit, mit bestimmten Querschnittsthemen umzugehen. Also wenn ich sage, eine Stadt braucht eine Digitalisierungsstrategie, dann ordnet sie das der Wirtschaftspolitik zu, dann muss die Wirtschaftspolitik die anderen Fachverwaltungen fragen, die müssen das dann wieder in sich, in ihre infrastrukturelle Unterstützung, in irgendwelche Lockmittelfonds oder in sonstige Sachen umwandeln, um ihre Institutionen in den Griff zu kriegen. Dann hat das auch einen lustigen Prozess, den hatten wir mit anderen Querschnitts-Buzzword-Themen schon. Also, weiß ich nicht, Integration oder so, den haben wir jetzt mit Digitalisierung, was ich als Wort nicht so mag. Ich mag Digitalität echt lieber, weil das irgendwie eher bedeutet, dass es schon da ist. Und ich glaube nicht, dass es auf der Ebene von Kunst darum gesprochen geht, eine Kultureinrichtung mit Gewalt zu digitalisieren. Das soll der Senat mit den Zielvereinbarungen machen, da mischen wir uns gar nicht ein, solange die Kunst und Freiheit lässt. Wo man natürlich helfen kann, ist diesen Prozess inhaltlich in Teilen ein bisschen zu begreifen. Gleiten. Da ist schon eine Konferenz der Buzzwörter heute, aber ich glaube, das hat noch keiner gesagt. Digitalität ist keine Technik, ist eine Kulturtechnik. Kommt also überhaupt nicht darauf an, was technisch machbar ist. Das ändert sich permanent. Manches geht schon, manches geht noch nicht. Kommt darauf an, wie wir es werten, erzählen, neu fassen, in andere Kontexte setzen. Und das kann eine Kunstszene, glaube ich, tatsächlich, also das macht die schon ein bisschen länger, als es digitale Prozesse gibt. Und wenn dann ein Museumsverband anlässlich Digitalität darüber nachdenkt, dass ein Museum als demokratischer, offener Raum zu entwickeln ist, dann sage ich Heureka, aber es hätte euch auch schon mal ein bisschen früher anfangen können. War das eine Antwort? Ja, das war auf jeden Fall eine Antwort. Also vielleicht will da auch noch mal jemand was dazu sagen. Das ging ja jetzt mehr so um dieses Digital Mindset, was wir heute auch schon als Buzzword hatten, was da eingebracht werden kann und was vielleicht eben bei den Kulturschaffenden so ein Stück weit schon mehr entwickelt ist als jetzt vielleicht bei anderen. Na, ich glaube, man muss das wirklich jetzt ein bisschen unterscheiden, ob wir auf der Ebene von Digitalkunst, also von der Anwendung digitaler Technologien im Kunstraum reden. Und da passiert natürlich gerade im Theater, ich gab ja gerade auch das Beispiel schon von diesem Theaterstück aus Bochum oder so. Das Theater hat ja eine Art und Weise, sich Techniken sozusagen allgemein anzugemeinden und die zusammenzuführen in einer Kunstform. Insofern gibt es da, glaube ich, sehr viele Ansätze, weiter mit digitalen Technologien zu arbeiten. Da fehlt es dann ganz konkret einfach teilweise tatsächlich an der Ausstattung. Nächster Sprung hin eben zu der Ausstattung von Kunst- und Kulturorganisationen. Wie weit sind da Menschen da? Wie weit, da kann ich jetzt nur die Kulturverwaltung paraphrasieren, also wie weit sind da Leute da, die Zeit und Wissen haben, sich in so übergreifende Prozesse einzubringen und sich das auch leisten können. Weil wenn man sozusagen kaum hinterherkommt, mit der Kunst den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, ist das hübsch, zu Strategieforen des Landes Berlin eingeladen zu werden. Und es gibt da nur sehr wenige von uns, die das auch einfach leisten können, diesen Teilhabeprozess. Insofern ist das, was da stattfindet als partizipativer Prozess, glaube ich, ein doppelter. Also einmal die Frage der Bearbeitung in der Kunst und das, was es an Möglichkeitsräumen dafür geben müsste, das vielleicht noch weiter zu treiben, noch besser zu machen können, entsprechend ausgestattet zu arbeiten. Und das, wie weit sozusagen eine Stadt ihre verschiedenen Gruppen, die interessant sein könnten, bewusst in ihre Prozesse mit einbezieht und fragt. Und dann vielleicht auch noch, wie weit wir es selber einfordern. Also das will ich nicht zurücklassen, dass man da sich natürlich auch immer weiter beschweren muss in einer Weise. Und da fehlt dann bei der Technologiestiftung vielleicht noch der Kurs zur subversiven Anwendung von Technologien, aber es kann ja nächstes Jahr noch werden. Das machen wir dann bei der nächsten Konferenz als Podiumsthema. Frau Geiger, wie ist denn die ZLB da irgendwie eingebunden in diesen Prozess? Also um eine Bestandsaufnahme zu machen, bisher noch sehr wenig. Aber ich würde gerne was aufnehmen, was Janina Lupinowski gerade gesagt hat, nämlich, dass Digitalität sozusagen eine Kulturtechnik ist. Ich würde fast sagen, es beinhaltet mehrere Kulturtechniken. Und was wir heute gelernt haben, ist eine Einstellungsgeschichte. Also Digitalität ist ein Zustand, es ist eine Einstellung, es ist eine Haltung und es ist tatsächlich unsere Kultur, in der wir leben. Und um Menschen und Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, überhaupt daran teilzuhaben, dafür sind Bibliotheken der perfekte Ort oder der eigentliche Ort, weil also wir reden auf einer sehr hohen Flughöhe hier. Tatsächlich ist es aber so, dass die Wirklichkeit so aussieht, dass manche Menschen, und ich rede jetzt mal von so etwa 20%, eben kaum Zugang zu digitalen Geräten haben, zu digitalen Kompetenzen und Institutionen brauchen, die ihnen überhaupt erstmal vermitteln, was sie damit anfangen können. Insbesondere, wenn wir zunehmend auch Verwaltungs- und Kulturtechniken digital anbieten und brauchen, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Also das heißt, Sie haben da auch von Teilhabelücke gesprochen in unserem Vorwort, also in unserem Vorgespräch. Das heißt, wenn jemand
wenn man irgendwann in Zukunft nur noch Standestermine online buchen kann, haben natürlich diese 20% ein Problem. Und das ist eine Teilhabelücke, die man mitbedenken muss. Das ist das, was Sie damit meinen, ne? Richtig. Ja. Genau. Herr Lederer, Sie wollten, ja. Ich will noch mal einen Schritt zurücktreten. Also es ist ja kein Naturgesetz, es ist kein natürlicher Prozess, sondern es ist ein Prozess, der menschgemacht ist und jetzt demzufolge durch Menschen gestaltet werden kann. Und was mit den Ergebnissen eines solchen Prozesses angefangen wird, kann auch noch durch Menschen gestaltet werden. Das heißt also, die Frage, was wollen wir mit dem Ganzen eigentlich, die muss davor stehen. Und die ist nicht automatisch beantwortet. Ich habe das Gefühl, wenn, was ja passiert, Städte sich dann mit irgendwelchen Anbietern großer digitaler Technologien zusammentun und sich von ihnen die Stadt smart machen lassen, dann haben sie die Antwort der Konzerne angenommen, bevor sie überhaupt eine Frage gestellt haben, nämlich was wollen wir mit dem ganzen Kram? Und das wird dann Konsequenzen haben, und zwar auf die Art und Weise, wie diese Stadt smart und digital gestaltet wird. Und da komme ich dann auf einen Punkt, an dem ich sage, digitale Technologien sind nicht nur Kulturtechniken in Mehrzahl oder Einzahl oder Technik, sondern sie sind auch gegossene Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse. Also die Frage, wer hat an was teil, wer kommt an welche Daten ran, wer darf bei welchen Sachen mitreden und bei welchen Sachen wird er angewiesen auf einen Frame, der vorgegeben ist und an dem man nicht rumarbeiten kann, ist eine Frage von Zugängen und Ausschlüssen. Und damit eine Frage von sozialen Ressourcen in einer Gesellschaft. Und deswegen sage ich, wenn im Kulturbereich Kunstschaffende, Kulturschaffende, über die Frage nachgedacht wird, was wollen wir eigentlich mit Smart City, dann ist das erstmal noch gar keine Frage einer spezifischen Technologie, die ich nutze. Es ist auch noch keine Frage, ob ich in der Lage bin, selber Dinge zu programmieren oder selber Datenbanken zu füllen oder so. Es kann aber nicht schaden, wenn man die Technik ein bisschen kennt. Also wenn man schon mal ein bisschen weiß, also wie sie funktioniert, nach welchen Logiken sie funktioniert, welche Zugriffe und dergleichen mehr. Aber die Extreme sind für mich das, was im Silicon Valley von irgendwelchen Technikgläubigen rumfantasiert wird. Wir lösen alle unsere Probleme erstens im permanenten technischen Fortschritt und zweitens irgendwann in der, Verschraubung und Verschränkung von menschlicher Intelligenz und Technologie, und dann beamen wir uns alle auf einen anderen Planeten und dann kann uns der Klimawandel egal sein. Also ich sage mal, das ist jetzt sehr, sehr polemisch und platt, aber das gibt ja diese Gruppe, oder das sind ja Leute, die schwimmen in Kohle. Also die haben sozusagen in den vergangenen 20, 30 Jahren Geld gemacht, dass sozusagen könntest du manches arme Gemeinwesen sofort wieder flott machen mit, wenn du es hättest. So. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz gefährlicher Trend gesellschaftlicher Entwicklung, weil er im Grunde bedeutet, dass wir die menschliche Gestaltung technischem unterwerfen und uns den technischen Prozessen hingeben. Das heißt also, erstmal muss man die Frage stellen, wenn wir über Digitalisierung, Digitalstrategien, Smart City, digitale Stadt reden oder Digitalität in der Stadt reden, dann ist erstmal die Frage, was und zu welchem Zweck betreiben wir das Ganze? Denn Technik ist nicht neutral. Und dass diese vorgeschobene Frage da, glaube ich, ist, Kulturschaffende zu fragen, bedeutet einfach Menschen zu fragen, die mal bereit sind, neben die tägliche Totalität einer Realität zu treten, in der scheinbar jeder Schritt vorgegeben ist, den man machen muss. Das machen Kunstschaffende in der Regel nicht. Kunstschaffende brechen die Realität. Kunstschaffende eröffnen Möglichkeitsräume. Kunstschaffende denken Dinge, wie sie sein könnten. Und schaffen damit auch Möglichkeiten, über andere Gestaltungsprozesse von Digitalität und von gesellschaftlicher Herrschaft nachzudenken. Das ist das für mich Interessante, wenn Kunst und Kultur bei Digitalisierungsprozessen oder bei Digitalstrategien oder bei Smart-City-Strategien mitdiskutieren und mitreden. Weil eine Perspektive reinkommt, die meines Erachtens bisher in solchen Prozessen überhaupt keine Rolle spielt. Es geht nur darum, wie ich angebotene Technologien anflansche an die Stadt, um Dinge reibungsloser zu machen. Im Zweifelsfall auch den Widerspruch der Bürger reibungsloser wegzufegen oder was auch immer. Ja? So. Und deswegen glaube ich, ist es eine hochpolitische Frage, und deswegen will ich, dass Kunst sich einmischt in diese Prozesse, weil sie nach meiner Erfahrung, ob das bei den vielen ist oder in vielen anderen Bereichen, sich eben auch zum Vorteil von Menschenwürde und sozialem Miteinander in die gesellschaftlichen Prozesse einmischt. Das hat jetzt erstmal mit der Frage später noch gar nichts zu tun. Ja. Nee, genau, dann ist eigentlich das Thema, worüber wir reden, ist nicht, ist, welche Rolle spielt Kultur in welcher digitalen Stadt sozusagen. Ne? Das ist einfach, das ist noch zu definieren. Es gibt, glaube ich, ein paar Beispiele, Barcelona wird da immer wieder genannt, also wo sich Städte nicht so komplett in die Fänge von großen Unternehmen begeben. Vielleicht
Kann jemand nochmal, vielleicht Sie, Herr Zimmer, erzählen, wie das auch anders aussehen könnte? Naja, das sind ja genau die beiden unterschiedlichen Modelle. Also wenn man sich Barcelona anguckt mit Francesca Bria, die da lange CTO war, die das jetzt leider nicht mehr macht, dort wurde verstanden, dass das Thema Smart City eine Frage des Zusammenlebens in der Stadt ist. Also nicht so sehr die Frage, ja, welche Infrastruktur kann ich technisch ermöglichen, sondern es ist die Frage, wie wollen wir leben in einer Welt, die zunehmend digital wird. Und damit ist eine ganz andere Agenda verbunden als die Frage, wie kann ich wo welche Sensoren verbuddeln und wie kann ich wo welche Daten an... Naja, ist doch so. Und das ist, finde ich, das zeigt sehr schön den Unterschied zu zum Beispiel solchen, also Sie haben in den USA, also man kann es ja auch benennen, ob es jetzt Google ist, ja, mit den Sidewalk Labs oder ob es Amazon ist, die dann halt sagen, ich mache euch hier ein ganzes Stadtviertel, ja, und modernisiere das für euch und ihr bleibt bitte schön außen vor und das ist die schöne neue Welt. Dazu gab es ja auch schon mal Bücher. So ist schon eine ganze Weile her, aber stimmt irgendwie nach wie vor, der Grundgedanke. Denn es ist ein falsches Versprechen. Also nur dadurch, dass ich Dinge einfacher mache, ja, werden sie ja deswegen nicht besser. Ich kann auch schlechte Dinge einfacher machen. Es beantwortet überhaupt nicht die Frage, wie kann ich Mensch sein in so einer Umgebung? Ich kann möglicherweise nicht mehr konfrontiert werden mit Problemen. Macht es mich aber deswegen zu einem besseren Menschen? Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Sondern die Herausforderung besteht ja darin, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, sich Fragen zu stellen und Antworten zu finden. Und da, finde ich, sieht man den Unterschied sehr schön. Also in Barcelona hat man sich natürlich neben dem ganzen anderen Kram, den man auf den Smart City Expos auch immer sieht, von den Mülltonnen, die sich da melden, wenn sie voll sind und so, das machen die auch schon seit 10 Jahren, ja, holt eigentlich keinen mehr hinterm Ofen vor, wird trotzdem immer noch gezeigt. Kann ja auch alles seinen Wert haben, aber da wurde schon die Frage gestellt, was macht das eigentlich mit Stadt? Und was macht das eigentlich mit Menschen und wie kann ich die Menschen mitnehmen? Und wir hatten eben auch dieses Thema, auch was mache ich eigentlich mit den Menschen, die halt nicht die Möglichkeit haben, sich in einem digitalen Umfeld zu orientieren? Darf ich die außen vor lassen? Natürlich nicht. Gibt es Möglichkeiten, wie ich sie erreichen kann? Was muss ich für sie vorhalten? Haben wir diesen Digital Divide, hatten wir ja letztes Jahr hier auch schon intensiver diskutiert. Wollen wir das überhaupt zulassen? Also ich will es nicht zulassen, weil das führt nämlich dazu, dass wir tatsächlich, und das ist auch eine soziale Frage, da hast du ja völlig recht, Klaus, das hat doch etwas damit zu tun, wir führen immer diese Diskussion in Zirkeln, und das sage ich dann auch immer gerne, ja up white upper middle class. Ja, das sind alles Leute, die irgendwie mit akademischem Hintergrund und die sich vielleicht auch so darüber legen, ja, wie könnte denn so eine Utopie aussehen, die ich irgendwie schön finde und so. Aber die Frage, was das eigentlich bedeutet für jemanden, der mit realen Problemen zu kämpfen hat, die darin bestehen, wie bezahle ich meine Miete oder verstehe ich überhaupt, was um mich herum passiert oder spreche ich überhaupt die Sprache der Menschen um mich herum. Damit setzt sich ja keiner auseinander. Und also ich sage nicht, dass sich damit keiner auseinandersetzt, aber spielt in diesem Diskurs im Augenblick eine sehr untergeordnete Rolle. Und ich finde, das ist auch eine Aufgabe, mit der wir uns beschäftigen müssen. Also es kommt immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Wir müssen uns die Frage stellen, in welcher Stadt wollen wir leben? Was wollen wir für eine Gesellschaft haben? Wollen wir eine Gesellschaft haben, die versucht, Gerechtigkeit herzustellen, auch mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten? Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, die durch Digitalität Ungerechtigkeit verstärkt? Das ist aus meiner Sicht ist das einfach eine Frage, die, weil Digitalität und Digitalisierung und Technologie skaliert in alle Richtungen. Und damit müssen wir umgehen. Frau Galker, wollen Sie noch mal was dazu sagen, wieso jetzt gerade eine Bibliothek so geeignet wäre, um genau diese Lücke zu schließen? Ja, wie könnte das aussehen? Ne? Was macht man da? Tatsächlich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also zum einen, was Nicolas gerade angesprochen hat, ist ja tatsächlich der soziale Innovationsfaktor, den eine Smart City-Strategie auch immer haben sollte. Also eben nicht nur das wirtschaftlich-technische, sondern eben auch das Soziale und das Kreative, das Kulturelle, das Kulturschaffende, aber auch das Kulturbildende. Und das ist, dafür ist eine Bibliothek eine geeignete Plattform, nicht nur, weil sie das ganze Wissen sammelt und transferiert und tralala, sondern eben auch, weil sie ein Debattenort ist und zunehmend ein Debattenort wird, in dem man so eine Frage stellen kann, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben? Wir hatten kürzlich die Frage, was für eine Bibliothek brauchst du, um die Welt zu verändern? Also das ist tatsächlich ein Ort mit einem unheimlich hohen Rücklauf, auch im Digitalen im Übrigen. Das ist tatsächlich einfach ein Ort und ein Diskursraum, den man nicht unterschätzen sollte, auch an dem kleinen oder großen Tisch einer Smart- oder digitalen City-Strategie. Das ist das eine. Und das andere sind halt tatsächlich einfach sowas wie eine digitale Grundalphabetisierung, würde ich das mal nennen. Und dafür ist eine Bibliothek einfach der geeignete Ort, also die öffentliche Bibliothek als niedrigschwelliger, kommerzfreier Raum. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich dazu sagen
eben nicht privat und eben auch nichts, wo man sich erstmal ein Ticket dafür kaufen muss, um reinzukommen, sondern für alle da sozusagen. Ja. Vielleicht kann ich da noch mal kurz gleich anschließen, weil im Grunde geht es ja nicht darum, jetzt das Wesen einer Bibliothek neu zu erfinden, sondern das, was sozusagen eine Bibliothek als so ein dritter Ort im analogen Bereich schon über lange Jahre, Zehnte hinweg in ihrer Konstruktion geleistet hat, jetzt auch in den digitalen Raum zu übertragen. Und da gibt es gerade einen schönen Beitrag von Susanne Keuchel, der Präsidentin vom Deutschen Kulturrat, die das auf so eine größere Ebene gezogen hat und die dazu gesagt hat, im Grunde geht es doch nur darum, dass wir bestimmte Grundvereinbarungen, die wir für ein gesellschaftliches Funktionieren, für das Schaffen von offenen sozusagen Diskursräumen, demokratische Kultur gelegt hat, für Alphabetisierungsstrategien eigentlich schon entwickelt haben, jetzt auch in einem Feld anwenden und uns gemeinschaftlich darauf einigen, was sozusagen zu spät ins Augenmerk geraten ist und deren Bedeutung ja offensichtlich auf vielen Ebenen und Ecken einfach sehr auch unterschätzt wurde. Also dass an vielen Stellen man ja vielleicht nicht neu erfinden muss, was eine Bibliothek leisten kann, sondern es eher darum geht zu sagen, was ist das entsprechende Pendant, und das kann man ja auch viel größer sagen. Erstens habe ich vergessen, vorhin zu loben, dass ich das gut finde, dass es diesen Fonds gibt, das soll man ja auch immer sagen, bevor man kritisiert. Und, und zweitens habe ich aber natürlich in dem Kontext auch nochmal gleich so ein paar kleine Bitten, die ich mir vorgenommen habe, aus Kunstperspektive nochmal zu sagen, und da wollte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass man über die ganze Open Access Begeisterung, die ich übrigens voll und ganz politisch teile, nicht vergessen darf, dass bei bestimmten geistigen Werken da auch eine Urheberschaft dahinter steht und dass da sozusagen beim Thema Verwertungsrechte im kapitalistischen System, in dem auch bei aller Freiheit des Wissens noch Miete zu zahlen ist, nicht vergessen werden darf, dafür die Leute, die das mal geschaffen haben, auch eine Form von Beteiligung an möglichen kommerziellen Gewinnen zu machen. Und so sehr ich diese Open sozusagen Lizenzen sehr liebe, wenn da drin steht, ist auch frei für jegliche Form von kommerzieller Nutzung ohne Einschränkung über eine Gewinnspanne oder über irgendwas, wird mir immer so ein bisschen unangenehm dabei. Also dass das einfach bei dem sozusagen auf ja wahrscheinlich bald kommenden Verpflichtung der Kulturorganisation ist, auch alles dann freizugeben, der Mensch, der dahinter steht und der davon einfach lebt, sozusagen noch mal im Auge behalten wird. Und insofern, also das tatsächlich, das nicht zu vergessen, diesen Vergütungscharakter. Und das Zweite sozusagen, was ich immer habe, ist, wir wissen an vielen Stellen viel zu wenig, was welche Kulturinstitutionen und auch sonstige Organisationen in Landeseigentum eigentlich tun sollte, müsste oder tut. Also wenn da in irgendeiner Form Zielvereinbarungen stattfinden, wäre es auch interessant, darüber Bescheid zu wissen, um das als Vergleichbarkeit ranziehen zu können. Das ist so ein Transparenzding, was wir uns auf mehreren Ebenen wünschen, sei es über Arbeitsbedingungen oder solche Geschichten, aber die hier natürlich auch eine große Rolle spielt. Also das Instrument der Zielvereinbarung nutzen wir im Wesentlichen eigentlich nicht. Nein. Und man kann das kritisieren, was die landeseigenen Einrichtungen angeht, sitzen wir normalerweise in den Gremien drin und müssen selber versuchen, über die Steuerung, über die Gremien, da wo wir, also es gibt dieses von der Finanzverwaltung wird uns immer reingedrückt, dass sozusagen die Einrichtungsleitungen, die wir berufen, dass es da sozusagen so variable Vergütungsbestandteile gibt. Ich halte das persönlich für großen Bullshit. Sagt der Finanzverwaltung das auch immer und sagt, wenn wir denselben Aufwand, den wir betreiben, um diesen Quatsch zu machen, betreiben könnten, um die Einrichtung als solche besser zu kontrollen, dann würden wir mit unseren knappen Ressourcen besser dastehen. Aber wir versuchen das eigentlich, und das ist dann auch wieder nachvollziehbar, Einrichtung für Einrichtung konkret. Es gibt Einrichtungen, die sind sozusagen, wobei die zunehmend weniger werden, fast kaum noch da sind, die haben, also als ich das BE, als Klaus Peymann am BE aufgehört hat, Peymann hat gesagt, ich mache hier Theater, ich muss hier nicht so Internet machen. So. Oliver Rehse hat gesagt, ich mache hier Theater, ich brauche Internet. Das sind zwei unterschiedliche Haltungen von Menschen, die einen Kunstbegriff haben, jeweils sehr konkreten Kunstbegriff haben in Bezug auf ihre Einrichtung. Das hat fundamental was in dieser Einrichtung verändert. Wenn wir jetzt beispielsweise über das Stadtmuseum nachdenken, da ist das alles mit Paul Spies. Also je nachdem, wie die Leute sind, und das ist auch eine Generationsfrage, ist auch eine Frage der Veränderung. Jüngere Akteure, die in solche Einrichtungen reingehen, kommen normalerweise mit einer anderen Offenheit und einer anderen Sensibilität für solche Themen als Menschen, die jetzt, sage ich mal, eher am Ende ihrer beruflichen Laufbahn stehen. So. Und die ZRB ist übrigens ein schönes Beispiel, wie aus der Reflexion
der eigenen Rolle, der eigenen Funktion, und damit meine ich jetzt gar nicht die ZLB alleine, sondern den Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins, den FÖB, wir müssen Dinge zusammen machen, wir müssen irgendwie uns zusammentun und müssen gucken, wie wir ein Netzwerk schaffen, wie aus vereinzelten, atomisierten Einrichtungen über 25 Jahre, seitdem gibt es den FÖB schon, ein Netzwerk entstanden ist, in dem die Dinge, die dezentral geregelt werden können, dezentral geregelt werden und die Dinge, die zentral geregelt werden können, zunehmend, aber auch supported von der ZLB quasi als dem Herz dieses FÖBs organisiert werden. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt versuchen, die räumlichen Bedingungen, die natürlich nicht ganz diesem dritten Ort entsprechen, sondern doch mehr noch irgendwie dem Büchertausch und ne, so, dass wir das in Bewegung setzen. Und da ist es jetzt tatsächlich so, Einrichtungen sind da auf einem sehr unterschiedlichen Stand. Ich hoffe, dass Kultur B Digital Lab in 5 Jahren auch eine allgemeine Vorbild- und irgendwie Orientierungsfunktion bieten kann. Also für mich ist das sozusagen, man fängt an mit einem kleinen Schritt und baut Stück für Stück aus. Also DIGIS hat auch mal angefangen als Modellprojekt von 2 Jahren. Inzwischen ist es eine verstetigte Komponente unseres digitalen Kulturlebens. So. Und so muss man eigentlich, glaube ich, rangehen und versuchen, die dezentral laufenden Dinge zu supporten und zu unterstützen in jeder Einrichtung oder auch in der freien Szene und darüber hinaus gucken, wie man die Vernetzung, den Austausch so hinbekommt, dass die Informationen ausgetauscht werden. Also bei uns in der Kulturverwaltung, wir haben ja auch nicht, wenn ich jetzt zum Finanzsenator gehe und zusätzliche Stellen anmelde und sage, wir müssen hier die Digitalisierung bewältigen. Ja, ich kriege dann 1 oder 2 Stellen für Prozessmanagement. Aber für Digitalisierung im Kulturbetrieb hat da auch keiner wirklich Verständnis. Also wir müssen auch gucken, wie wir uns sozusagen auf eine möglichst effektive Art und Weise eher schwarm- und netzwerkartig organisieren, um selber zu den gebotenen Informationen zu kommen, die wir brauchen. Und natürlich stärke ich dann auch die Einrichtung mit entsprechenden Stellen, die Outreach, die Besucherteilhabe und Digitales organisieren. Aber jetzt sag mal so, also gemessen an dem, was wir eigentlich an Nachholbedarf haben, gemessen an dem, was man eigentlich machen müsste, kann ich auch nur sagen, sind wir defizitär. Ja, trotz aller Kämpfe und aller guten Ergebnisse. Also stelle ich mich jetzt auch nicht hin und sage, seit ich hier seit 3 Jahren da bin, ist das alles rosig und davor war alles Mist, sondern nee, es ist schon ein sehr, sehr mühseliges Aufbauen aus einer Situation, die ziemlich, ziemlich miserabel war. Und da habe ich mich letztens gefreut, dass Berlin Platz 2 oder Platz 3 bei so einem Ranking ist da. Naja, dann werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. So, wir sind jetzt ein bisschen aus der Smart City auf dem Boden der Tatsachen angekommen, habe ich das Gefühl. Ist auch nicht mehr so arg viel Zeit. Ich wollte jetzt noch einmal gerne ins Publikum öffnen, falls jemand Fragen hat zu diesem. Also meine Frage wäre, Sie haben diese Fokusgruppen erwähnt, also wie kann ich mich denn wirklich ganz konkret einbringen, wenn mich bis jetzt noch niemand gefragt hat, ob ich in eine Fokusgruppe gehen will und ich mir das wirklich antun will und ich die Zeit dafür habe. Ja, also sagen wir mal so, dieses ganze Thema Fokusgruppen, das wird ja alles gemanagt von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und da war es auch so, dass sie bei der Zivilgesellschaft leider auch die Open Knowledge Foundation und andere vergessen hatten und die haben sich dann alle über Twitter aufgeregt und dann hatten sie irgendwie am nächsten Tag eine Einladung. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt so der Weg der Wahl ist, ja, aber es ist jedenfalls ein digitaler Weg gewesen. Trotz allem ist es so, also ich würde an der Stelle wirklich sagen, die sind ja noch dabei, das können wir auch mal von hier aus so artikulieren und auch in Richtung der Wirtschaftsverwaltung, auch, das sage ich gerne Herrn Rickards auch nochmal, dem zuständigen Staatssekretär, dass das ein Wunsch von uns ist. Ich glaube, dass man, also an der Stelle muss man wirklich trommeln und sagen, man will. Ja, und das ist jetzt gar nicht die Aufgabe unbedingt der Kulturverwaltung, auch wenn das sicherlich hilft, ja, wenn es da von der Seite auch nochmal einen Hinweis gibt am Senatstisch, aber so würde ich es machen. Und zum Zweiten kann ich im Übrigen auch anbieten, darüber haben wir heute noch nicht gesprochen, aber die Technologiestiftung betreibt fürs Land ja auch das City Lab im Flughafen Tempelhof. So, und das City Lab, da hatte ich ja vorhin so ein Beispiel gezeigt, ist eine Einrichtung der Senatskanzlei, für die wir das umsetzen. Und das ist wir haben dort auch eine kleine Förderlinie, wo man Projekte machen kann, die halt eher diesen Digitalisierungsfokus für Stadtgesellschaft haben. Das kann aber auch sein, dass ich sage, ich möchte zum Beispiel einen Prozess starten, wie ich mit Kulturschaffenden mir darüber Gedanken mache, wie ich in der Smart City Dinge gestalten kann. So, der Open Call ist noch draußen, ja, und ich kann also, ich glaube, der läuft jetzt irgendwie Ende des Monats aus, also jetzt müsste man da schnell sein, geht aber weiter. Also ich nehme das auf jeden Fall auch mit, wenn hier der Wunsch besteht, so ein Ding auch mal, können wir ja vielleicht auch getrennt davon machen, aufzusetzen. Aber wie gesagt, man kann zu uns kommen, man kann sagen, ich möchte eine Veranstaltung machen, ich möchte mit Leuten reden, wir organisieren das gerne. Das ist unser Job an der Stelle. Auch mit Leuten aus der Verwaltung darüber zu reden, mit der Community darüber zu reden. Also wir sind da so ein Ort, an dem man sowas schon im Kleinen, aber da haben wir halt stärker den Fokus auf Verwaltung,
Verwaltungsmodernisierung, auch ein schlimmer Begriff seit vielen Jahrzehnten, der zu nichts führt, aber an der Stelle versuchen wir wirklich mal ein Stück voranzugehen, kollaborativ. Vielleicht kann ich auch noch eine Sache ergänzen für den Kulturbereich. Es macht natürlich schon Sinn, dass wir auch eine eigene sozusagen Diskursschärfung hinbekommen. Also wir können ja auch nicht immer darauf warten, dass die Technologiestiftung einlädt. Dass es natürlich schon darum geht, auch nochmal Positionierung zu betreiben oder sich über das zu verständigen, was man machen will. Und jetzt erlaube ich nochmal Eigenwerbung. Wir machen am 30. 31. Januar in der Schaubude eine Fachkonferenz zu performativen Anwendungen von digitalen Technologien. Also wo es wirklich um das sozusagen das Anwenden von Digitaltechniken in Kunst, also in diesem Fall performativen Künsten geht. Natürlich macht es Sinn, wenn sich alle im Kulturbetrieb auch nochmal über ihre eigenen und einzelnen Spezialfällen nochmal anders gemeinsam verständigen, um das dann in solche Debatten reinzubringen. Das ist jetzt nicht so der unmittelbare Schritt in die Fokusgruppe, aber vielleicht so der halbe der davor, der dann sinnvoll ist, um dann da weiterzugehen. Ja, okay. Aber ich glaube, Sie sehen alle ein bisschen erschöpft, aber auch irgendwie zufrieden aus, hoffe ich. Dann würde ich sagen, das war es jetzt hier auf der Bühne. Ja. Genau. So, Abspann. Wir stellen die Vorträge als Videos ins Netz, also ich nicht, aber KulturB Digital macht das auf YouTube. Es gibt Evaluationsbogen am Ausgang und wir freuen uns, wenn Sie die ausfüllen, weil dann wissen wir nämlich, wie wir die schon angekündigte dritte Konferenz noch besser machen können. Und es gibt auch am 5. November die nächste Veranstaltung im KulturB Digital Lab. Da geht es um Online-Kommunikation und wenn man sehr schnell ist, habe ich gehört, kann man da noch mitmachen. Es sind schon viele Plätze belegt, aber es sind auch noch ein paar frei. Genau, und jetzt von mir danke an alle, die hier auf der Bühne waren. Danke Ihnen fürs Zuhören. Danke an die Technik. Und das Buffet wurde im letzten Jahr ein bisschen übersehen. Da muss man nämlich einmal hier rum und dann noch weiter rum und dann am Ausgang auch noch vorbei und dann ist es im Nebenraum. Also, dass Sie es auch wirklich finden. So.